Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven Wild Adventures. Ja, wir sind jetzt auf der Fantasieinsel und Eclair und unsere beiden Stufe 2er Spinelfeenpferde sind schon auf der Weide. Die anderen beiden sind noch in der Zucht und ja. Bis jetzt immer noch kein Stufe 3er in Sicht. Müssen wir schauen. So. Reicht nicht ganz. 34 Minuten noch. Das ist blöd. Aber ich glaube, wir verkürzen und verkaufen die Kleine, damit wir hier weitermachen können. Wir haben sogar eine Aufgabe abgeschlossen. Da schauen wir gleich nach. 80.000, 12%. Vielleicht sollte ich doch irgendwann mal einen Topaz einsetzen. Aber ja, selbst der hätte bei dem Dreh nicht geholfen. Gut. Ja, und dann sehen wir auch, ich habe zwei Deko-Gegenstände gekauft. Einmal die ewige Rose und diese Muschel. Ich fand die ganz schön. Deswegen, ich weiß nur noch nicht genau, wie ich sie unterbringen werde. Die ewige Rose passt ja auch bald so zumindest optisch zum Schnee, weil mir die Winterdeko, Weihnachtsdeko kommt. Gut. Ja, ich glaube, dann sind wir hier auf der Fantasieinsel relativ fertig. Hier unsere Abia heißt sie noch. Unser Welchpony 3 ist noch hier. Habe ich hergebracht, damit ich Platz habe. Und wir bekommen ja von einem Amethystfeenpferd Besuch. Wir akzeptieren natürlich die Freundschaftsanfrage. 5.800 Münzen als Stallbursche verdient. Ja, die Ranch wurde besucht. Die Pferde wurden gestreichelt. Akzeptieren auch hier. Ja, Clubmitteilung und Informationen. Ja, jetzt sind sie zu viert. Stufe 2 sogar. Ein Hengstchen. Ja, aber leider können wir da noch mit der Zucht noch nicht beginnen, solange wir kein Stufe 3er Spinelfeenpferd haben. Gut, auf nach Montana. Und auch hier hat sich was getan. Wir schauen zuerst mal unseren Lipizzaner Stufe 4 an. Der Aristides. Ne? Gut, das Rosa in rosa Schleifchen passen jetzt nicht gerade zu einem Hengst. Können wir leider nichts dran machen, Rosa. Ja. Aber sonst so, ich mag diesen Braunton auf jeden Fall. Es ist irgendwie schade, man sieht hier gar nicht so richtig die Strukturen. Also der Zopf sieht ein bisschen hingeklatscht aus, leider. Würde ich jetzt mal sagen. Also man sieht schon, dass es so ein bisschen eingedreht ist, aber Na gut. Da kann er ja nicht zu. So, dann haben wir hier zwei Kriollos stehen. Ein Hengst und eine Stute. Die Hera und der Remus. Und beim Remus steht schon VK, denn wir brauchen Platz für dieses gute Kerlchen hier. Verkaufen wir jetzt mal. Und auch hier müssen wir leider noch 21 Diamanten. Aber dafür haben wir dann endlich einen Trakehner. Achso, wir wollten ja nochmal schauen. Wo haben wir denn jetzt eine Aufgabe? Oh, gibt 500. 500? Wie haben wir da noch? Keine Stunde mehr. Ah, nochmal Deko kaufen. Sammle 500 Münzen in Russland und verkaufe 8 Hafer. Ich glaube, das kriegen wir hin. Nein, wieso habe ich denn jetzt... Ach ja. So, 8 Hafer. Dann müssen wir noch nach Russland. Aber, oh, der Kleine möchte auch gleich Hafer. Erstmal gucken wir ihn. Aber Charm passt da schon mal gar nicht zu einem Hengstchen, ne? Muss ich ja leider mal sagen. Namensliste. Können wir ja nebenbei nochmal einen Blick drauf schmeißen, solange wie wir warten müssen. Ich habe ja auch noch Eclipse draufstehen. Figaro. Ich weiß nicht.
Passt das zu ihm? Willst du nur Hafer? Was ist denn hier los? Ich meine, davon haben wir zwar, aber das bringt ja nicht viel. Ziemlich einseitige Ernährung, ne? Das können wir eigentlich nicht so stehen lassen. Aha. Es gibt auch noch mal was anderes. Was haben wir noch? Das sind Stuten. Spirit habe ich ja definitiv dann schon vergeben. Das war ja unser Mustang-Hengstchen, Stufe 4. Shetan ist ein Rappe. Sieht schlecht aus mit Hengstchennamen. Ausmisten. Na gut, nach dem Ausmisten würde ich erstmal sagen, schauen wir weiter. Und dann machen wir das Großziehen eventuell noch zum Schluss, wenn wir es schaffen. Ja, mal wieder Hafer. Surprise. Auf nach Frankreich. Da gibt es ja auch noch wen Neues anzuschauen. Nämlich unsere Stufe 3 Stute, die Diana. So. Und da ist sie, die Kleine. Ja, ich würde sagen, sie kann dann aber auf der Weide erwachsen werden. Zeig dich mal. So, sehen wir sie wenigstens ein bisschen von der Seite. Schick ist er. Ich glaube, hat sie grüne oder blaue Augen? Wir werden es sehen, wenn sie erwachsen ist. Ja, ich bin gespannt, wie sie erwachsen dann aussieht. Auf jeden Fall kommst du auf die Weide. Bei Faith schauen wir mal. Die hat wahrscheinlich noch kein weiteres Level ab. Nee, das dauert noch. Ab auf die Weide. Ja, die beiden. Eigentlich bräuchte ich Platz. Ja, da bin ich zurück. Leider hat sich mein Aufnahmeprogramm während der Aufnahme verabschiedet. Ich habe es natürlich wieder nicht gesehen, zeigt es mir leider nicht an. Ich habe jetzt gesehen, wir haben das Percheron Stufe 3 zumindest schon mal als Fohlen gesehen. Den Trakehner habe ich großgezogen, der ist jetzt schon in der Zucht. Die Zucht hat leider nicht geklappt, wir kriegen einen Criollo. Wir sehen ihn uns auf jeden Fall dann nochmal an. Das Großfüttern ist jetzt natürlich auch nicht wirklich mit drauf. Ich bin noch einmal in Russland das Rennen gelaufen, damit ich hier die Tagesaufgaben abschließe. Ja. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was noch alles fehlt. Aber das ist so das Wichtigste, glaube ich, gewesen, was wir noch gemacht haben. Wir waren auch noch in Deutschland. Die beiden Stufe 2er Percherons tauschen jetzt hier. Und dafür gehen dann ein Velara und ein niederländisches Warmblut. Was seid ihr? Genau, ein niederländisches Warmblut nach Frankreich, damit wir da auch noch den Löwen züchten können, weil der Löwe nur noch zwei Tage acht Stunden geht. Und da versuche ich jetzt mit dem doppelten Chance sozusagen die Zucht weiterzuführen. Ja, hier hat es leider auch nicht geklappt, es ist wieder ein Velara geworden. Und ja, Murphy und Wings kommen dann vorbei. Wings wird sich auf jeden Fall von uns verabschieden müssen. Und unser Stufe 1er Stütchen auch. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Und auf jeden Fall, ja, bei den anderen müssen wir mal schauen. Der Red, ob er bleibt oder der Murphy. Wir werden es sehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, hatte ich hier schon auf der Fantasieinsel gezeigt. Ich hatte mir die ewige Rose geholt und die Muschel, damit ich, ich glaube, 200 oder 500 Diamanten ausgeben konnte für Punkte. Punktetechnisch sieht es jetzt, naja, immer noch nicht so toll aus. Die 500 werde ich jetzt nicht mehr voll machen. Das ist, da hebe ich mir die Diamanten lieber für die Oase auf in Großbritannien.
ist nicht mehr in allzu weiter Ferne. Ja, dann würde ich sagen, ist die Folge jetzt leider ein bisschen kürzer geworden. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Zeit aufzunehmen. Und ja, beim nächsten Mal läuft es hoffentlich besser. Ich weiß nicht, was es momentan hat. Bei ARK ist mir das leider auch schon passiert. Und das bei zwei Folgen, die ja wichtig sind. Das werdet ihr aber dann sehen. Ja, also bis dann. Tschüss.